welcome to another part of Metal Detecting with the Bavarian Detectorist. And today I'm actually in Inverness, Scotland. I think Ken just hit himself. I'm actually staying with Ken, so this afternoon he's going to take me to a paddock and I'll be allowed to detect on. He has to do other business, so we'll just take a look. Ja, herzlich willkommen zum neuen Teil von der Sondeln mit dem Bayerischen Sonder oder mit dem Gerd und Ken, mein guter Freund hier in Schottland, den ihr auch schon in Deutschland gesehen habt. Come on up, Ken. Come on, my friend. So, hey, how are you doing? So, Ken ist, nimmt mich jetzt jedenfalls zu einer Wiese, Pferdewiese, wo ich sondeln darf, innerhalb von Inverness, around Inverness, we're detecting. He's going to talk, do his business as always, and he will leave me to find the treasure, right? Yeah, I make the money, he has the fun. Yeah, hey. That's right. Also, I'll see you on the permission. Bis zur Genehmigung. Tschüss. Tschüss. So, this is what it looks like in Inverness area. Ja, so sieht es hier oben aus, jedenfalls jetzt die Landschaft. Hinten natürlich die Berge. Die Mauern sind natürlich sehr schön. The battlefield through this corner. Ja. Und jetzt kommen wir ab zur Culloden Battlefield, wie man so schön sagt. Also, da kann man dann hier jetzt da sehen. Das ist jetzt dann gleich hier um der Ecke. So, the Culloden Battlefield is right to my right, as far as I remember. A very nice area, lots of history, obviously. Also sehr viel Geschichte. Wer mal nach Inverness kommt, unbedingt anschauen. If you ever come up to Inverness, that's certainly a place you need to go to and take a look at. And also a little bit further across behind the, on the same road here, it's actually a very nice restaurant where we went yesterday, and I've been here before. So the red flags were the government troops, and the blue flags were the Jacobites. So there you go. Sehr schön. So some people know it. We'll see on the permission. Yeah, bis zur Genehmigung dann. And by the way, that was the battlefield. I talked about the restaurant, and it's actually right at this crossing behind the lights to your right, coming up from Inverness towards the battlefield. Ja, und wie gesagt, wenn ihr sehr gut essen wollt, sollte man aber auch reservieren, ist dann gleich das Restaurant hier hinten hinter der Kreuzung. Also einfach weiterfahren, sehr empfehlenswert. Okay, see you on the permission. Bis auch zur Genehmigung. The first find is actually a piece of metal. Trash. Ja, der erste Fund ist erstmal Müll. Und das ist die Aussicht. Herrlich, ne? Sehr schön. Okay, auf zur nächsten. And next piece of lead, looking like a shield. Aber this is ein Stück Blei. Das aussieht fast wie ein Schild, ne? Schön ausgeschnitten. Ja gut, machen wir mal weiter.
off to next. Do I have my first coin? Where's the Aston Windsor? Could be a button. Oh, that sieht so aus wie ein Knopf. Okay. Auf zum nächsten, auf zum nächsten. Could be some kind of coin. Also könnte eine Münze sein. But don't see anything on it. Also okay. Never mind. Auf zum nächsten. Naja, egal. Auf zum nächsten. So, no clue what this is. I can't know what this is going to do. Okay, UFO. Unidentified object. It's not a flying object, but it'll fly into my bag. Okay, after next, after this. And another nice piece of bronze or brass. Not quite sure what that is from, but definitely not too old with the holes in it. Ja, keine Ahnung wovon das ist, aber jedenfalls nicht zu alt mit den modernen Löchern da drin. Piece of a dog, not sure. Okay, let's carry on, auf zum nächsten. Na, dann machen wir mal weiter, auf zum nächsten. Let's see if we can do a live dig. Let's hope it's not too windy. Coming in, that's a 72, 66, 75, 80. So let's take a look. That's pretty stony here. Sehr steinig hier. Depending how you get in. Natürlich klar, es gibt natürlich noch der Pinpointer-Geist auf. Okay. As you can see, it's lots and lots of rocks. You know, you do live dig, it's immer das gleiche, da will man dann mal ja sowieso immer Woche eigentlich einmal live zeigen, was man so hier rauskriegt. Ne, hier sind lauter Steine, hier kann man es echt vergessen mit einer Schaufel. Piece of lead. Kleines Stück Blei. Ja. So. Kleines Bleistück.
Okay. Nice signal. But nothing special. Ah, schöne Signal, aber leider nichts Besonderes. Okay. Alter, schöner Ausblick hier, Mensch, da habe ich richtig Glück. Okay, auf zur nächsten, auf zur nächsten. And a MOLED. Ja, und noch mehr Blei. Okay, auf zur nächsten, auf zum nächsten. Well, at least in Scotland I find my iron ring also. Am wenigsten in Schottland finde ich auch mein Eisenring. Okay, auf zur nächsten, auf zum nächsten. And looks like a bull's nose ring, because right here. Ja, sieht aus wie ein Bullen-Nasenring, ja. Auf zum nächsten. And what's interesting is actually the hill right in the pasture. And then you have the hill at the back. So, don't know yet what they are, but one never knows. Okay, auf zum nächsten. Ja, was wie gesagt interessant auch hier ist, ist der Hügel mitten in der Wiese. Und dann haben wir auch noch mal so einen Hügel übersehen kann. Also, okay, auf zur nächsten, auf zur nächsten. Well, looks like somebody lost a pocket watch at one time here. Small one. Es sieht aus, als ob irgendjemand mal hier eine Taschenuhr verloren hat. Okay. Auf zur nächsten. Auf zur nächsten.